Kein Ende der Feuer am Mittelmeer in Sicht. Das Ausmaß der Zerstörung und die Angst bei Anwohnern und Touristen, die ist immens. Auch das beschäftigt uns heute in Brisant. Und damit herzlich willkommen zum Wochenstart. Schön, dass Sie bei uns sind. Was für ein Schreckmoment für die Mitarbeiter der Tankstelle Gräfenhausen in Hessen, direkt an der A5. Plötzlich rast ein Auto in eine Zapfsäule und entfacht ein Feuer. Rund 140 Feuerwehrleute kämpfen dann stundenlang gegen die Flammen. Ja, ein Einsatz, der hochgefährlich ist an so einer brennenden Tankstelle. Protest gegen Urteil, warum ein Vergewaltigungsurteil in der Schweiz für Entsetzen und auch viele Proteste sorgt. Dazu gleich mehr bei uns in der Sendung. So reden wir über das Klima jetzt. Die Brände wüten weiterhin in Südeuropa, Türkei, Italien und vor allem Griechenland wird vom Feuerball überrollt. Tausende Menschen müssen fliehen, unter anderem mit Fähren auch in Sicherheit gebracht werden. Die Einsatzkräfte, die einen fast aussichtslosen Kampf kämpfen, sind vielerorts einfach mal komplett ausgelaugt und am Ende ihrer Kräfte. Es sind apokalyptische Szenen, die sich da abspielen. Jetzt begrüße ich Rüdiger Kronthaler auf der Insel Euböa, wo die Lage ja besonders dramatisch ist. Wir haben es eben gesehen. Sie beobachten schon die ganze Zeit die Situation für uns. Wie ist sie denn aktuell bei Ihnen? Wie gefährlich ist die Lage? Rüdiger Kronthaler, für diese Eindrücke von der Insel Euböa in Griechenland. Und passen Sie bitte auf sich auf. Dankeschön. Ja, Waldbrände, Überschwemmungen, Hitzerekorde. In welchem Ausmaß ist denn der Klimawandel dafür verantwortlich? Eigentlich eine Frage, die immer lauter wird jetzt. Der Weltklimarat spricht die bisher eindringlichste Warnung aus. Wir müssen was tun. Aktuell habe der Mensch die Erderwärmung von einem Grad etwa verursacht. Heißt also, wir haben dafür gesorgt, dass sich die Erdatmosphäre aufgeheizt hat. Und die Folgen, die sind schon jetzt sichtbar. Ja, Brände von Griechenland über Italien bis hin nach Kalifornien. Und das an dem Tag, an dem der Weltklimarat seinen Bericht vorlegt. Wir fragen einen der Leitautoren des Berichts, Professor Jochem Marotzke vom Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg. Ich grüße Sie, schön, dass Sie Zeit für uns heute gefunden haben. Ja, kann man denn eindeutig sagen, dass diese Brände auf den Klimawandel zurückzuführen sind und damit eben auch auf unser Verhalten als Menschen? Wie sieht es denn da aus? Und das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Die erschreckenden Einzelheiten aus dem Bericht des Weltklimarates gibt es ausführlich bei uns auf brisant.de. Dort zeigen wir Ihnen auch, was in Deutschland in Sachen Klimaschutz schon beschlossen ist und was womöglich noch kommt. Ganz anderes Thema jetzt bei uns. Schauen wir in die Schweiz. Hier sorgt ein Urteil für Empörung und Unverständnis. Das Gericht hat das Strafmaß nämlich für einen Täter herabgesetzt, der vor anderthalb Jahren eine Frau vergewaltigt hatte. Der Protest richtet sich gegen die Begründung, dass das Opfer gewissermaßen mitschuldig sei und der Übergriff nur 11 Minuten gedauert habe. Und 1000 Menschen haben gegen dieses erneute Urteil protestiert und fordern sogar den Rücktritt der Richterin. Haben Sie Ihren Impfausweis oder Negativtest dabei? Ein Satz, den Sie vielleicht auch immer wieder hören, etwa wenn Sie ins Restaurant gehen möchten. In Frankreich gilt ab heute der sogenannte Gesundheitspass. Nur wer einen Nachweis hat, geimpft, genesen oder eben getestet ist, darf in Restaurants oder auch Züge. Auch bei uns wächst durchaus der Druck auf Ungeimpfte. Aber was ist eigentlich mit denen, die noch kein Impfangebot bekommen haben? Schülerinnen und Schüler zum Beispiel, für die es heute wieder losgegangen ist. Stellen Sie sich mal vor, Sie gehen über eine grüne Ampel und auf einmal rast ein Auto auf Sie zu. So erging es Passanten in Berlin. Es gibt Verletzte und trotzdem raste der Täter einfach so davon. Jetzt ermittelt die Mordkommission in dem Fall. In den frühen Morgenstunden des 13. August 1961 regelten Sicherheitskräfte der DDR die Sektorengrenze in Berlin ab. Barrikaden wurden dann errichtet, Stacheldrahtzäune gezogen. Der Übergang von Ost nach West war versperrt, die Stadt in zwei Hälften geteilt, Familien auseinandergerissen, Freundschaften wie Lieben je beendet. Vor 60 Jahren ist das passiert, der Tag des Mauerbaus. Und wir erinnern in dieser Woche mit Geschichten an die Menschen, deren Leben sich dadurch grundlegend änderte. Was ist dran am Gerücht? Fußballer Mats Hummels und seine Frau sind kein Paar mehr. Versuchen wir zu klären, gleich in Brisant Prominenz. Ja,
ein sehr großes Thema, nicht nur in der Sportwelt. Nun soll es auch bei diesem Promi-Paar hier endgültig vorbei sein. Keine Küsse mehr, die Liebe zwischen Kathi und dem Fußballer Mats Hummels soll erloschen sein. Das jedenfalls wollen einige Medien aus dem Umfeld des Paares erfahren haben. Sie lebt ja mit dem gemeinsamen Sohn in München, er in Dortmund, weil er dort eben Fußball spielt. Die vergangenen Jahre haben sie eher eine Fernbeziehung geführt. Trennungsgerüchte gab es deshalb ja schon länger, aber jetzt könnte es wirklich endgültig sein. Ja, diese ganze verworrene Geschichte wollen wir noch ein bisschen vertiefen mit unserer Promi-Expertin Susanne Kleen. Susanne, grüß dich. Du bist sehr, sehr viel unterwegs und deshalb kannst du leider nicht neben mir sitzen. Aber so geht's auch ganz gut. Susanne, du hast Kathi Hummels, bleiben wir beim Thema, schon häufiger getroffen, kennst die ganz gut. Und es gab ja immer wieder diese Trennungsgerüchte, dass es, wie gesagt, nicht mehr so klappt in der Ehe. Was ist Neues an diesem dran? Angeblich soll ja Mats auch schon eine neue haben. Was kannst du uns zu ihr so sagen? Kommen wir jetzt aber zu Fakten. Es gibt heute noch eine ganz andere, sehr interessante Nachricht. Fritz Wepper schreibt in seiner Autobiografie, liebe Susanne, über ein Liebesgeheimnis aus seiner Jugend. Wir waren sehr überrascht, welcher Name da so fiel. Oder? Und sie hier, Magdalena Neuner, hat allen Grund zum Strahlen. Warum? Das verrät sie uns jetzt. Und sie haben unverwechselbare Stimmen, die Art des Harmoniegesangs, die Songs und deren Struktur einzigartig. Der Vergleich mit Simon und Garfunkel liegt da durchaus nahe. Wir hören es auch schon. Nur eine von vielen Kritiken, die diese beiden Schwestern hier von sich lesen können. Joko, nennen sie sich, stammen aus Ostfriesland und dürften jetzt schon so ordentlich aufgeregt sein. Denn endlich geht es wieder auf die Bühne, heute Abend in Hamburg. Und genau da haben wir die beiden auch getroffen. Und das war's schon von uns. Brisant ist heute zu Ende, aber morgen freuen wir uns auf Sie. 17:15 Uhr geht's wieder los. Bis dahin, schönen Abend. Ciao.